Mom. Und ich war am 1.8. letzten Jahres war ich in Berlin. Ich glaube, da waren mehrere von euch in Berlin. Und ich habe gesehen, was in Berlin passiert ist. Und ich habe meine Erfahrungen auf Facebook geteilt. Ich habe da geschrieben, Leute, ich war da. Ich habe das gesehen. Ich habe gesehen, wie dieser Demonstrationszug, ich habe das alles mitgemacht, von Anfang bis Ende. Ich war bei dem Demonstrationszug dabei und ich war bei der Abschlusskundgebung dabei. Der Demonstrationszug, der wurde irgendwann mal unterbrochen. Da haben sich Leute auf die Straße gestellt, weil die Straße nicht mehr gesperrt war. Und dann sind auf einmal da Autos durchgefahren. Und der ganze hintere Bereich wurde vom vorderen Bereich abgetrennt. Und als dann die Autos alle durch waren, sind wir weitergelaufen. Und auf einmal stand da, wo wir eigentlich herlaufen wollten, eine Gruppe von Polizei, Antifa und SPD. Und die Polizei hat gesagt, ihr müsst jetzt hier links gehen. Das wäre vom Veranstalter so geplant. Okay, wir sind alle links gegangen. Wir waren ja friedlich. Wir wollten ja nur unseren Demonstrationszug machen. Wir sind links gegangen. Und dann kam da die Polizei mit einem Polizeiwagen und einem Megafon und hat gesagt, so, die Veranstaltung, die Demonstration ist aufgelöst. Ich hatte auf meinem Handy die Notfallnummer von den Veranstaltern. Ich rufe bei den Veranstaltern an. Ich habe gesagt, hör mal, hier die Polizei, die macht eine Durchsage. Die Demonstration wäre vom Veranstalter aufgelöst worden. Da sagen die so, nein, das stimmt nicht, das stimmt nicht. Kommt alle zur Straße zum 17. Juni. Die Demonstration geht auf jeden Fall weiter. Dann wurde der Zug wieder irgendwo abgelenkt, erstmal ins Nirgendwo. Ich bin dann mit einem Freund zusammen zurückgegangen. Überall war Polizei. Wir sind nicht zur Straße des 17. Juni gekommen, wo die Endveranstaltung war. Und irgendwann haben wir dann doch einen Weg gefunden. Ich habe gesehen, wie die Polizei in Berlin die Demonstranten gehindert hat, zur Straße des 17. Juni zu kommen. Ich habe gesehen, wie viele Leute auf der Straße des 17. Juni da waren. Ich kann das natürlich nur ganz grob abschätzen. Also ich gehe mal hin und wieder hier zum VfL ins Stadion. Ich weiß ungefähr, wie viel 20.000 Menschen sind oder wenn ich mal auf ein Live-Konzert gehe. Das kann ich vielleicht ganz grob abschätzen. Und ich war auch schon in der Felditz Arena oder bei den Rolling Stones. Ich kann auch ungefähr abschätzen, wie vielleicht 60.000 Leute aussehen. Ich kann nicht abschätzen, wie 1 Million Leute aussehen. Das müssen andere beurteilen. Ne? Aber was ich in Berlin gesehen habe, das waren viel, viel, viel mehr als 20.000.